Ich hatte die letzten Tage ein bisschen Zeit und habe mir was Neues ausgedacht. Naja, ein heißer Draht ist ja nichts Neues, aber dieser heiße Draht hat eine Fehlerzählung und zwar mit einer 7-Segment-Anzeige. Wir können ihn mal einschalten. Ihr seht, 0 Fehler sind angezeigt und ihr seht auch da hinten, ich habe außerdem eine kleine Rainbow Color LED eingebaut hier hinten. Einfach nur so der Optik wegen. Wenn man einen Fehler macht, ihr habt es auch gerade gesehen und gehört, dann werden Fehler gezählt. Bis 99 kann der heiße Draht zählen. Über die Reset-Taste wird die Schaltung dann wieder zurückgesetzt. Ein Summer ist eingebaut und während des Summens ist die Schaltung gesperrt, beziehungsweise der Schalter oder der heiße Draht entprellt. Das bedeutet, ich zeige es euch, in dem Moment, wo ich berühre, kann tatsächlich nur ein Fehler gezählt werden. Ist natürlich, oder setzt voraus, dass die Spieler anständig spielen. Genau, ihr seht, 3 Fehler wurden gemacht. Ich kann resetten und das Spiel beginnt von vorne. Also ich habe mich entschieden, ein Netzteil einzubauen, einfach damit immer genug Spannung da ist. Ihr seht hier den Trafo, der von 32 Volt auf 12 Volt Wechselspannung runtergeht, den Gleichrichter, der dafür sorgt, dass aus der Wechselspannung eine Gleichspannung wird, die 4 Kondensatoren, die die Spannung glätten, beziehungsweise dafür sorgen, dass gerade wenn das Summer angeht, immer genug Spannung da ist. Hier ein Festspannungsregler der 09er Serie eben, der meine 9 Volt daraus macht. Dann hier den Summer, der dafür sorgt, dass man eben alles hört. Und hier die Zählerelektronik, beziehungsweise mit dem NE5555 IC, der dafür sorgt, dass der Schalter entprellt ist und der dafür sorgt, dass eben die Schaltung für eine halbe Sekunde gesperrt ist. Der gibt das Signal eben zu diesem Transistor weiter, der den Summer schaltet, weil der Ausgang das nicht leisten kann. Dann geht es weiter zu den 2 ICs hier, die ganz einfach meine Fehlerzählung realisieren, sodass die Fehler gezählt werden. Der 4026 zweimal die Ausgänge, weil die 7-Segment-Anzeigen natürlich Vorwiderstände brauchen. Also alles im Allem eine ganz einfache Sache. Viel Spaß beim Nachbauen. Und wie immer gilt, besucht mich auf www.kreativekiste.de.